Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Dima. Dem kranken Dima. Dem kranken Dima immer noch. Aber wir sind noch nicht so krank, dass wir Zombies werden. Ne. Das war schon ganz cool letzte Folge, aber wir warten dann nochmal, bis wir zu 14 und dann probieren wir das nochmal. Und das nach ein paar Patches wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch nach ein paar Patches. Ich meine, der ist ja anscheinend brandneu rausgekommen. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm, bloß der Modus an sich ist nicht gut. Er ist tatsächlich. Also so von der Mechanik. Verhalten der Zombies, was du kaufen kannst, das alles unbalanced. Ja, da ist wirklich sehr viel im Argen. Aber ich habe dennoch den Anspruch, dass wir das einmal schaffen. Weil so scheiße das Ding ist, es muss doch, wir müssen, also wenn es schon scheiße ist, dann müssen wir es doch einmal spielen können, oder nicht? Also einmal schaffen können. Weil wir sind doch viel besser als der Modus. Weißt du, wir müssen den Modus besiegen. Den Modus besiegen? Modus. Mode. Joa, jetzt Casual PUBG. Für mich sind das auch hier alles Zombies. Einmal abgehoben. Das sind alles Zombies hier. Ja, die roten Nerds, das ist einfach mit Lichtgeschwindigkeit rennen die hier. Da auf 70 sind noch zwei Fallschirme, die wollen irgendwo sonst wohin. In die Stadt oder ganz weit weg? Ich dachte Bots. Ich verstehe nicht, was die da hinten wollen. So, nimm den mit. Jetzt. Das brauche ich alles nicht. Das ist eine Brechstange. Nicht. So, und das bei uns. Geil. Ja. Nimm jetzt eine Winchester mit. Das ist kein Tool. Das ist mein voller Ernst. Schön, dass du es gecallt hast. Jetzt habe ich direkt auch einen Sniper gefunden. Bitteschön. Danke, danke. Oh, einen Rucksack, den habe ich auch noch gar nicht gehabt. Wenn du einen SKS möchtest. Ich bleib bei der Winchester. Gucken, wie das wird. Ich glaube, hier ist ein Karabiner. Meinung doch geändert. Sonst ist hier noch mehr ACP-Muni. So, mit AKM bewaffnet. Und was ist besser auf der hier? Der oder der? Wie ging das nochmal? Mit Steuerung? Ne, mit Alt rechts, ne? Genau. Keiner weiß, was du da machst. Oha. Okay, immer noch derselbe. Was ist eine Ansage? Nee, ich habe einfach nur mal überlegt gerade, was ist, wenn ich ein Schrägvisier drauf habe, weil die Waffe ja auch dann schräg hält, habe ich dann einen anderen Rückstoß? Aber macht ja eigentlich keinen Sinn, weil es ja. Eigentlich solltest du noch unkontrollierter ballern. Ja, eigentlich schon, weil der Grip ja auch ein bisschen schlechter ist. Aber so, von wegen, dass ich dann irgendwie nach links ziehe, macht da keinen Sinn, weil die Gravitation ist ja trotzdem unten. Die Gravitation. So, wenn ich die Gravitation ändern könnte, indem ich ein anderes Visier auf die Waffe packe, wäre weird. Also ich weiß immer noch nicht genau, wo die anderen hingeflogen sind. Aber ansonsten war die Stadt, glaube ich, sauber. Das ist wahrscheinlich eigentlich in der Stadt, oder? Oder mehrere? Nee, die sind eher weiter nach hinten gegangen. Also es war halt von hier aus immer noch Richtung 70, aber weit oben und irgendwie in die Richtung. Aber da ist halt nichts. Yeah. Oh. Nehme ich mit und diesen Daumen gebraucht. Oh, auf dem Dach da oben. Dort. Oh. Und links auf dem Balkon. Und jetzt kann ich hier nicht zielen. Der ist gerade runtergefallen. Einmal getroffen da unten. Auf der Straße. Bei dem. Ist wieder nach rechts gelaufen. Hat auf der Straße gesmoked, ist aber noch nicht hingelaufen.
Oh Gott. Aus dem Fenster da. Ja, genau. Denkst du, ich bin dumm, Bruder? Da aus dem Fenster. Ich glaube, da kam gerade einer angekrabbelt. Ich komme mal näher ran von über die Mauer. Ciao, Kakao. Hab ne Blend. Wie, der ist nicht gestorben. Der ist hier drinnen, ne? Ich hab ihn. Beide? Okay. Der war instant. Ah, hier. Mal gucken, was haben die da. Ah, du hast ihn gedownt. Ich hab ihn genuked. Was hat der hier noch? Anne. Ach Gott, jetzt leg die Brechstange doch ab. Anne, bitte. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich auch nicht. Oh, hier. Das brauche ich auch nicht. Was hat er denn da? Der hat so einen Eisbäranzug an. Ist der eine noch eine Zweierweste in den Takte? Ach du Scheiße, Digga. Okay, das ist ja höchst auffällig, aber egal. Willst du noch ein Dreifach? Ich hab ein Vierfach. Ey, die Typen hier. Der eine hatte so ein Eisbärenkostüm und der andere hat eine Omas Nachtmütze. Ein bisschen wie der Wolf und die Oma. Fasching, ja gut, dann lass uns als die ausgeben, wie die dossen die jetzt irgendwie. Ach, keine Ahnung. Boah, bist du auffällig, Alter. Ja, ne? Das ist shit. Aber wahrscheinlich ist die Hitbox nicht so groß, weißt du? Das ist auch vorteilhaft. Leute denken, du kannst mich treffen, aber kannst du nicht. Denken das nur? Ja. Die denken, du spielst Schach. Aber du, die denken, die spielen halt Schach gegen sich selber. So. Ja. Schach gegen sich selber. Das klingt interessant. Soll ich mir immer noch so. Ah, nee, die brauche ich schon, aber ich habe auch so viel grüne Money dabei, ich gar nicht brauche. Damit. So, ich bin wieder der Granatendude. Okay. Granatendude. Die ich wahrscheinlich wieder nicht benutzen werde, weil ich einfach so sterbe. Aber jetzt mal ehrlich, also. Nee, komm. ACP-Money brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen. Scheiß drauf. Oh, muss gleich fett niesen. Dann gönn dir. Ich warte noch. Der Charakter ist einfach dämlich, oder? Springt einfach über das Hochhaus hier. Also nicht über das Hochhaus, sondern über das Gelände vom Hochhaus. Tut sich dann weh. Hm. Ein paar Mörser hier. Ach, da war ich schon. Kann ich den ausrüsten? Ah, anstatt den Werkzeuggürtel. Ich bin auf der Suche nach Gegnern, aber ich sehe niemanden. Nö, das war so eine Einzellerstadt. Nur zwei Leute hier. Ja, also da hätte ich echt mehr erwartet. Das ist straßenweit. Oder wie nennt man das? Autsch. Das tut weh. Der Polarbär aus der Wüste, Alter. Ja, in Buffy Candy wäre der Skin besser. Da hast du doch einen Gilly. Kannst du dich neben den echten Bären da hinstellen, die es offenbar geben soll? Ich habe noch keinen gesehen. Ja, stimmt, wir müssen nochmal wie Candy kriegen. Ich hab hier ein paar Updates. Wie Candy am Wochenende. Aber es ist noch nicht Wochenende. Nee. Es ist Mittwoch. Mittwoch. So wie dein Kanal hier heißt. Mittwoch, meine Kerle. Ja, dann gut, das weiß der Discord-Channel, deswegen. Das checkt man so Sinn. Hm. Brauchst du noch eine Pfanne? Da lag eine. Nee, danke.
Hab schon eine. Echt? Nein. Ich würde sagen, ich hab die ganze Zeit auf deinen Arsch, aber da ist keine Pfanne. Wo ist denn orange Munition hier, sag mal? Hier ist ein Vierfach. Orange? Du meinst rote? Oder Neuner? Die... Oh, Neuner, ja. Okay. Vierfach hab ich schon. Ich glaube, wenn ich was finde an Neuner, dann soll ich dir. Nur 30 gefunden, das war's auch komplett. Das war's mal wieder komplett. Oh, ich baue noch so einen Klappschaft von hinten. Also ist es Uzi. Okay. Ja. Ich habe einen. Ich habe zwei. Guck mal. Meine Gebete wurden erhöht. Dreh dich um, guckst du an. Ja, kurz ja. Anders. Achso. Geil, ne? Guck's dir an, ja, okay. Und dann einfach Silence. Ja, einfach nichts sagen, das ist immer gut. Ach komm, holen wir ein Auto und fahren irgendwo anders hin. Ich hab gutes Equip, also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch groß bräuchte. Munition. Ich. Orange. Lass mal in den Hallen gucken. Oh, kann man dieses Drecksbeirad irgendwie abmachen? Das ist ein Dreier-Rucksack. Oh. Oh. Wirklich, das irgendwie gibt es keine Neuner mehr. Cool. Eine Dreier-Weste nehme ich gerne mit. Ja, ist mir kein Glück, ist damit. Ey, wirklich. Was ist denn hier? Gibt's einfach nicht. Ist einfach leer in dieser Stadt. Keine MP-freundliche Map. San Martin ohne Munition, Alter. Komm ran. Hallo? Du musst das Ding schon küssen, damit du da reinkommst, ey. Für mich ist diese Art von Auto unweigerlich mit Indiana Jones verschweißt. Okay. Also ich kann mir das nirgendwo anders in irgendeinem Kontext vorstellen, dass man so ein Auto oder so ein Motorrad mit einem Beiwagen oder so fährt. Ich kenne diese Motorräder nur mit einem Hund mit Brille. Mit Pilotbrille daneben. Ah ja. Die sind cool. Vorsicht! Was war das denn? Ja, natürlich gehen die nicht kaputt, ne? Kommt mal stehen. Oh! Fahren Sie. Da vorne. Hast du gesehen? Ja. Dort bei dem Durchgang. Durchgang, Mann. Okay. Dann, lass uns mal irgendwas Schickeres suchen. Immer noch orange Munition. Ja, dann meine Dreierweste getroffen. Was ein Dreckiger. Hm. Und ich finde echt keine orange Munition mehr, wirklich. Das ist gerade eine reine Verarsche. Als ob man hier nicht rauf kann. Aber über diese Ecke hier. Ja, das Dach ist auch noch kacke. Kann man nicht mal runter. Oh, oh! Oh, fuck. Ich glaube, da vorne in dem Haus ist einer direkt. Komme. Warte. Ja, toll, hier komme ich wieder nicht. Ne, nicht von hier oben gucken. Der weiß ja, dass er oben war. Ne, ich weiß es nicht. Er hat mich doch angeschossen, als ich da oben war. Das muss aber wahrscheinlich ein anderer gewesen sein, weil der... So, hoffentlich, dass sie das Flugzeug ausnutzen und dann hier rein schnieken, Alter. Ja, da sind auch welche dran an dem Flugzeug. Beim gelben Haus, sagst du? Ja, so die Richtung. Ah, da rechts. Wie lange kannst du denn noch schießen, Digga? Alter. Ja, ich habe ihn unten gesehen, unten, unter das Fenster. Ey, wirklich. Wie viel Muni hatte der Magazin drin? Hier ausgenockt, let's go. Oben. Oben im Fenster. Krabbel mal hier in Sicherheit. Ja.
Schade. Digga. Naja, haut ab. Hat er seinen Mate da noch liegen lassen? Weiß ich nicht, ich hoffe doch. Oder? Ist der dämlich? Digga, der ist zurückgelaufen. Was? Du bist rausgetappt direkt, ne? Ja. Ja, ich hab noch zugeguckt. Ich hab eigentlich noch das Piepen abwappen wollte. Jetzt steht auch zwei da. Jetzt hab ich Kill gekriegt noch. Nice. Ey, ich hab so diese Sicht von oben auf meine Leiche, ne? Und der Typ ist erstmal so weggegangen von der Bombe. Und ich hab, da hab ich ja gesagt, okay, der ist, sein Mate ist doch ausgenockt noch in dem Gebäude. Warum rennt er nicht zu, warum, also, hä? Und dann ist der Typ wieder zurückgerannt, als es gerade zu Ende war. Und ist dann direkt neben mir gestorben. Sehr schön. Oh Gott, ey. So ein Larry, Alter. Das heißt, er ist nicht mal weggegangen, weil er das Piepen gehört hat. Weil ansonsten wäre er noch nicht wieder dahin gelaufen, wie blöder. Ich dachte, wir können direkt pushen, seitdem der erst ausgenockt ist. Dann habe ich aber zur Shotgun gewechselt und dann kam der Peekaboo von oben. Ja, dachte ich auch. Deswegen bin ich auch direkt durch den Smoke durch, auch als du genockt warst, um einfach dann weiterzuschießen. Aber dann war er da nicht zu sehen und dachte, ja gut, dann mache ich C4. Und in dem Moment ist er halt rausgesprungen. Oh, Alter. Richtiger McLarry, Alter. Ja. Naja. Bis gleich in der nächsten Runde, ne? Oh, Milchmäuse Beste. Milchmäuse Beste. Und damit sind wir wieder zurück. Ach. Wir sind auf Mikandy und nach dem Update soll es jetzt auch Beeren hier drauf gehen, geben. Ich will unbedingt welche die sehen. Die zum Pflücken und Essen, ja? Ja, und die muss man dann erschießen. Und die musst du erschießen. Weil die einen bedrohen. Die guten... Die Beeren sind auch giftig. Die guten Himbeeren und so, oder Vogelbeeren. Braunbeeren, Blaubeeren, Weißbeeren. Die Weißbeeren. Ich habe jetzt leider nicht rausgefunden, ob die irgendwie bestimmte Spawn-Regionen haben oder so. Oh, ja. Die klopfen safe in den Häusern hier. Ich habe aber in dem Screenshot gesehen, dass diese Secret-Räume, wo du nur mit so einer blauen Karte reinkommst, da hatten wir einmal kurz reingeguckt, so von außen. Da war aber nur so Kackwaffen drin, so ein bisschen generell Loot, aber nicht so wirklich geil was. In dem Screenshot habe ich allerdings sowas wie ein Ghillie und Dreier-Quip und so gefunden. Also das ist schon ganz geil aus dem Aspekt. Ja. Der Lausebengel. Selbst AED, geil. Ui. VSS. Zünd mich an. Leider ist Stefan heute nicht unser Gast. Deswegen, Ja, stimmt. Ja, nicht vergessen. Schreibt in die Kommentare. Hey. Stefan ist ein Uhrensohn. Oh Mann, das auch. Wir dürfen das Stefan, jetzt nicht... Stefan, das für dich. Wir dürfen das nicht verwässern. Das muss schon auf Stefan bleiben. Ja, das ging auf Stefan sein. Der hat da mal an die Wand gepisst, da habe ich ihn geschossen. Das riecht nach Stefan. Achso, ja gut, das ist verständlich. Stefan, mach das bitte nie wieder, Alter. Warum sagt er so besoffen, er möchte das vor der Polizei machen, um cool zu sein, und dann wurde er einfach mitgenommen. Pissend. So ein Ekliger ist das. Das ist so ein Ekliger. Ja, Stefan, das kannst du nicht mehr leugnen. Richtig. Und du kannst jetzt gerade nicht mal was dazu sagen. Es sei denn, du schreibst 10 Kommentare, in denen du jeweils einen anderen Text aufschreibst, dass du dich rausredest. Also 10 Argumente dafür, dich rauszureden. Ansonsten hast du halt keine Chance. Die Top 10 Argumente. Und falls ihr das seht, dass er was schreibt, dann müsst ihr 10 Argumente jeweils dagegen reden. Brauchst du übrigens ein Vierfach? Maybe. Ich habe nur noch VSS, Alter. Oh, dein Kopf war im Weg. Ah. Ich hab nicht richtig geschossen. Ich hab deine butterweiche Birne gesehen. Ging aber auch sehr schnell. Na, die sind schnell weg. Oh. Da hinten schießt wer. Geh mal kurz ins Kloster, ein bisschen beten. Hallo Vater, ich habe gesündigt. Schießt denn der? Ist der Tanker da hinten oder was? Müsste auch noch mal ein bisschen in die Zone gehen. Aber wir haben ja auch ein Auto direkt auf der Straße vor uns. Ich finde nur Müllwaffen, ne? Hm.
Ich habe hier 9er Muni, falls du die jetzt brauchst. Hier sind 3, weißt du, komm her. Ping, ich komm gleich hin. Ah, wisch. Was, gehst du MP? Und wenn ich eine finden würde. Dann nehme ich dir schon mal ein Magazin mit. Geräusche von dieser Seilbahn. Oh. So, komm in die Kirche. Hallo. Hallo. Hier. Achso. Ja. Gut, ich komme. Oh, jetzt sind wir Beisen. Bison. Ja, Beisen. Ah, die Beisen, die Beisen. Sagte mal ein weiser Monk. Warte, da war ich schon drin. Hier kriegst du das Magazin und dann würde ich sagen, nehmen wir das Auto, bevor die anderen das nehmen. Könnte auch sein, dass die in unsere Richtung looten. Dann sieht deine Fußabdrücke geil. Ey, die ist einsteigen hier, ne? Oh, falsche Richtung. Okay, dann muss ich nochmal umdrehen, aber ich will mit Schwung durch. Oh, da wurde jemand umgefahren. Ah, ist ein Schneemobil. Oh, da geht man zu zweit drauf, ne? Ja. Jawohl. Mobil. Hm. Ich kann nicht draus schießen. Nein? Mhm. Ich muss mich an deinen prallen Hüften festhalten. Oh, endlich was, womit man sich richtig gut hier durch bewegen kann. Gibt's ja nicht. Oh, und es klebt auch so schön auf dem Boden wie so ein Quad. Richtig gut. Geil. Damit lässt es sich richtig gut über das ganze Zeug fahren. Auch wenn wir jetzt in ein schneeloses Gebiet gehen. Du kannst auch auf Asphalt fahren. Mit über 100. Nimmst du das nicht ab? Nö. Oh. Das Ding ist gut geölt. Von unten. Ist geölt. Mal so eine Ölspur hinterlassen. Wie so Gary. Wie Gary, hab ich auch dran gedacht. Wie Gary. Gary. Ja, ich würde gerne MP haben. Oh. Ich hab einen Nade geworfen, nach rechts. Nicht nach rechts fahren. Die hat geleckt im Flug. Ich hab die immer nur so stückelweise gesehen. Oh, da ist ein Drop über uns. Ein Recover-Drop. Junge, ist das Flugzeug schnell auch. Die Comeback Area. Oh! Ja. Au! Au! Richtig kassiert. Ey, bei unserem Glück sind hier jetzt Gegner drin, die uns direkt wegmachen, ne? Hallo? So ein Scheiß. Einmal nicht geguckt, wo ich hinfahre. Hallo? Oh, da ist ein Drop. Ein Flugzeug. Komm mal zurück, da können wir bestimmt was abgreifen. Würde ich mal. Und das kannst du bestimmt auf dem Auto. Ja. Jo. Ist mal eine Coke. Au! Alter, wie viel Schaden macht das? Ja, es hat weh. Lass mal eine Coke, die zweite. Ein zweites Minuten. Und die hat noch immer noch nicht gedroppt, oder? Und hinter uns ist noch eine Flare. Ich sehe immer noch keinen Drop. Das ist eine Safari, was wir hier machen. Wir suchen nach dem einzigsten Bären auf dieser Kackinsel. Ist das eine Insel? Ja, ungefähr. Vorsicht, aua. Handbremse. Regelt. Aber das Ding qualmt schon. Im Schneemobil, die Handbremse. Das qualmt schon. Ich glaube, das ist bald kaputt. Ich bräuchte noch eine richtige Sniper. Und Dito? Noch eine gute Sniper, hey! Alter, Mann. Gute Sniper. Ist noch eine Dreierweste. Was ist denn hier los? Gegner! Richtung Norden. Ich ziehe nach hinten schon mal. Hinter der Mauer.
Fälle mal aus in die. Ah, ich habe eine Faust-SC-Lappen. Oh, aua. Digga, das ist vor mir explodiert. Das ist aua. Einfach vor mir explodiert, die Granate. Digga, wie er instant lootet. Schäm dich, du Faggot. Ich weiß, was die Übersetzung heißt. Ja, ja. Wie ist die Granate geflogen? Sehe ich das in der... Das muss ich doch eigentlich sehen, ne? So. Das war auch wieder so ein Ultra-Wichser. Guck dir die einzelnen Embleme an, Alter. Sein Porträtding ist irgendein Gottesanbeter-Kreuz, was sich animiert goldglänzend dreht, Digga. Da, also. Ja, der Wichser hat reingepayt. Glaube ich. Ja, man sieht die leider nicht so genau, wie sie fliegt. Aber er hat die halt so perfekt in den Rahmen geworfen und übel lange vorgekocht. Ach, come on. Aber nächstes Mal kriegen wir die Bären. Nächstes Mal kriegen wir sie. Ja gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit dann mal bis zum nächsten Mal. Hier noch eben die Stats. Ja, bis dann. Tschüss.